Hallo und herzlich willkommen zur neuen Generation des Messi-Unterrichts. Wir wollen euch heute mit Hilfe eines Films den Messablauf etwas näher bringen, gleichzeitig aber auch auf Stolperfallen hinweisen, die ihr natürlich, wenn möglich, vermeiden solltet. Als neue Messdiener, wenn ihr das erste Mal eure Messe dient, aber auch, wenn ihr vielleicht schon älter seid und nicht mehr sicher wisst, wie der Messablauf ist. Von daher jetzt viel Spaß damit und Film ab. Vor der Messe ist es wichtig, dass du dir das richtige Gewand auswählst. Es sollte nicht zu kurz sein. Du solltest nicht darin versinken. Und Kapuzenpullis, auch wenn sie cool aussehen, bleiben oben im Messdienerraum. Auch der Haken am Kragen gehört geschlossen. Danke. Wir schlurfen nicht durch die Kirche, hüpfen nicht durch die Kirche, sondern schreiten durch die Kirche. Auch wenn Mutti dich immer erreichen will oder Freunde dich über WhatsApp nerven, das Handy solltest du trotzdem ausschalten. Und dein Kaugummi solltest du dir vorher auch nicht einwerfen. Generation von Messdienern rätseln, wofür diese Lehne da ist. So viel ist sicher. Nicht für die Ellenbogen und erst recht nicht für den Kopf. Auch wenn du deinen Freunden viel zu erzählen hast, der Priester bekommt alles mit. Viel besser ist, wenn du aufmerksam zuhörst. Bei blickdichter Weihrauchwolke kann einem schon mal schlecht werden. Kotzen aber bitte nicht in der Kirche, das macht dir besser draußen. Für eine Messe braucht man 2 Leuchterträger, 2 Garnbereitungsmessdiener, 2 Handwaschungsmessdiener und natürlich einen Priester. Vor dem Einzug stellt ihr euch folgendermaßen auf. Vorne die Leuchterträger, dahinter auf der Klingelseite die Handwaschungsmessdiener, daneben die Gabenbereitungsmessdiener und zuletzt dann der Priester, der dieses Mal das P richtig rumhält. Auf das Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, des Priesters, antwortet ihr, der Himmel und Erde erschaffen hat, und macht dabei ein Kreuzzeichen. Dann lauft ihr los und der erste Handwaschungsmessdiener klingelt. Beim Einzug geht ihr links und rechts am Altar vorbei und stellt euch vor den Stufen auf. Die Leuchter stehen dabei immer außen. Anschließend macht ihr gemeinsam mit dem Priester eine Kniebeuge. Danach geht ihr an den Stufen vorbei in euer Chorgestühl. Die Leuchterträger stellen die Kerzen dahinter ab. Sobald alle parat stehen, begrüßt der Priester die Gemeinde. Ihr singt gemeinsam lautstark das Kyrie und Gloria. Das darauf folgende Tagesgebet beginnt dann mit Lasset uns beten und endet mit Amen, was euer Stichwort zum Hinsetzen ist. Amen. Als nächstes kommt jemand aus der Gemeinde zum Ambo und liest aus der Bibel vor. Das ist die Lesung. Zum Halleluja, dem Lied nach der Lesung, steht ihr alle auf, die Leuchterträger schnappen sich ihre Kerzen, machen mit dem Priester vor dem Altar eine Verbeugung und laufen dann mit ihm zum Ambo. Als Leuchterträger solltet ihr dabei darauf achten, dass die Kerzen immer auf gleicher Höhe sind
und ihr mit euren Kerzen den Priester nicht in Brand setzt. Vor dem Evangelium bekreuzigt ihr euch auf Stirn, Mund und Herz und sagt dabei: Ehre sei dir, o Herr. Nach dem Evangelium werden die Kerzen weggebracht und die Predigt beginnt. Ihr sitzt dabei im Chorgestühl und hört aufmerksam zu. Ist die Predigt vorbei, kommen das Credo-Lied, was man auch Glaubensbekenntnis nennt, sowie die Fürbitten, wozu ihr alle gemeinsam aufsteht. Zu den Fürbitten kommt dann zum zweiten Mal jemand aus der Gemeinde an den Ambo. Diesmal liest er nicht die Lesung, sondern die Fürbitten vor. Die Fürbitten enden mit: Darum bitten wir dich jetzt und in Ewigkeit. Amen. Und das ist euer Stichwort. Die Gabenbereitung beginnt. Eure Hauptaufgabe in der Messe. Ihr geht dazu alle gemeinsam vor den Hochaltar und macht eine Kniebeuge. Als Gabenbereitungs- und Handwaschungsmessdiener geht ihr anschließend zu euren Nischen links und rechts neben dem Hochaltar. Als Gabenbereitungsmessdiener bringt ihr als erstes Kelch und Schale zum Altar. Nachdem ihr die Sachen abgegeben habt, verbeugt ihr euch vor dem Priester und geht nach einer Innendrehung zurück zur Nische. Dort schnappt ihr euch als zweites Wein und Wasser und bringt es ebenfalls zum Altar. Achtet darauf, dass der Priester die Henkel des Gefäßes greifen kann. Dann geht ihr, genauso wie vorher, nach einer Innendrehung zurück zur Nische und wartet dort, bis die Handwaschung zu Ende ist. Apropos Handwaschung: Bevor der Priester das Essen vorbereiten kann, muss er sich natürlich, genauso wie zu Hause, noch die Hände waschen. Deshalb kommt ihr als Handwaschungsmessdiener drittens zum Altar und wascht dem Priester die Hände. Bevor ihr zur Nische zurückgeht, dürft ihr natürlich auch hier die Verbeugung und die Innendrehung nicht vergessen. Wenn ihr danach wieder an der Nische angekommen seid, stellt ihr die Sachen ab und geht zeitgleich mit den Gabenbereitungsmessdienern vor dem Chorgestühl her zu den Kniekissen. Es folgt die Präfation, die mit den Worten „Der Herr sei mit euch“ beginnt, sowie das Sanctuslied, in dem ganz oft das Wort „heilig“ vorkommt. Am Ende dieses Liedes ist euer Einsatz gefragt. Ihr müsst euch hinknien. Auch die Leuchterträger im Chorgestühl. Wenn ihr alle kniet, betet der Priester das Hochgebet. Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Aber Vorsicht, mitten im Gebet werden die Gaben gewandelt, euer Einsatz zum Klingeln. Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden, tut dies. Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Nach dieser sogenannten Wandlung betet der Priester weiter, bis er irgendwann dann Schale und Kelch noch einmal zusammen hochhält und das folgende Gebet spricht. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Danach steht ihr auf. Lasset uns nun beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat. Ist das Vaterunser zu Ende, geht ihr nach oben und stellt euch im Halbkreis zur Kommunion auf. Auch die Leuchterträger. Aber Vorsicht! Haltet vor dem Hochaltar immer eine Lücke für die Kommunionhelfer frei, die zum Tabernakel wollen. Sonst passieren Unfälle. Gib mir dann ein Zeichen.
Nach dem Friedensgruß verteilen die Priester die Kommunion. Ihr antwortet auf das Leib Christi des Priesters laut und deutlich mit Amen. Wie bei Mutti wartet ihr aber mit dem Essen, bis alle etwas haben. Frisch gestärkt gehen die Kommunionhelfer und der Priester anschließend runter zur Gemeinde, was für euch das Zeichen ist, zurück in die Bank zu gehen und sich gleichzeitig hinzusetzen. Kommt irgendwann entweder der Priester oder ein Kommunionhelfer wieder in den Altarraum, steht ihr alle gemeinsam auf. Wenn dann nach einiger Zeit alle Helfer und der Priester wieder im Altarraum sind, geht ihr als Gabenbereitungsmessdiener los zum Abdecken. Weil man auch in der Kirche das Geschirr erst spülen muss, bevor es zurück in den Schrank kommt, bringt einer von euch dann dem Priester Wasser. Denkt dran, diesmal müsst ihr das Wasser selbst eingießen. Danach holt ihr zusammen noch den Kelch und die Schalen ab. Auch hier gilt Verbeugung und Indrehung nicht vergessen. Nach dem Abräumen geht alles ganz schnell. Die Messe endet nämlich dann schon mit einem allerletzten Gebet, der Verabschiedung der Gemeinde, dem Schlusssegen und eurem gemeinsamen Auszug während des Schlussliedes. Aber nicht zu früh freuen, rennt, in der Sakristei angekommen, nicht sofort nach oben. Es wartet nämlich noch eine letzte Aufgabe auf euch. Und jetzt seid ihr entlassen. Ach ja, und noch was. Habt ihr eigentlich gemerkt, dass ich zwischenzeitlich mal Priester war? Ja, liebe Messdiener, ich hoffe, wir konnten euch mit diesem kleinen Film einen Eindruck vom Messedienen geben oder, falls ihr bereits aufgestellt seid und schon regelmäßig dient, euch noch auf kleine Fallen und Stolpersteine beim Dienen hinweisen. Und jetzt viel Spaß beim Dienen! Begrüße an Moderation Take 4, kleine Fallen und Stolpersteine beim Messdienen hinweisen. Der war jetzt kacke. Halt aus! Im Halbkreis! Kannst du schwenken mal? Oder geht das eher nicht? Natürlich kann ich schwenken, aber sollte er dabei nicht stehen? Ja. Der war jetzt blöd. Ich hoffe, wir konnten euch noch auf kleine Happy Birthday, lieber Jesus. Happy Birthday to you. Ja, danke schön. Cool, sehr gut gemacht. 3, 2, 1, hinsetzen. Leute, mein Gott. Erst wenn man zum Einsatz kommt oder auch, wenn ihr schon altgediente Messdiener seid. Ich hoffe, wir konnten euch mit diesem kleinen Film